Was geht ab, Leute? Euer Fraps ist hier und zwar heute mit einem neuen Video. Heute in dem Video geht es auf jeden Fall um das neue Update, was wahrscheinlich morgen, allerspätestens übermorgen in Fortnite erscheint. Fortnite hat wieder was angekündigt und das werden wir genau hier in dem Video klären. Ich würde aber sagen, Leute, bevor wir mit dem Video anfangen, derzeit habe ich auf jeden Fall ein Gewinnspiel am Start, wo ihr locker easy mitmachen könnt und alles, was ihr dazu tun müsst, ist ganz simpel. Ihr müsst Abonnent des Kanals sein, solltet die Glocke aktiviert haben und ihr müsst Hashtag Fraps450k kommentieren. Schon seid ihr beim Gewinnspiel dabei, die Gewinner werden am Ende des Monats ausgelost und was könnt ihr gewinnen? Ihr könnt auf jeden Fall richtig fette Preise gewinnen, wie beispielsweise 100x10 € Guthabenkarten für V-Bucks, würde übertrieben gut passen, denn Leute, ihr wisst selber, demnächst ist ja schon die neue Season vor der Tür, nur noch 16 Tage, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und Leute, was ihr auch noch wissen solltet, ist, dass ihr auch eine Nintendo Switch gewinnen könnt. Ihr könnt Controller inklusive Royal Bomber Skin gewinnen und das Deep Freeze Bundle in Fortnite. Also das sind auf jeden Fall mega coole Sachen dabei und niemand von euch sollte es verpassen und da auf jeden Fall mitmachen. Ja, an der Stelle würde ich aber sagen, wir haben schon genug gequatscht, starten wir doch mal direkt mit dem eigentlichen Video. Let's go! So, Freunde, fangen wir doch mal direkt mit den allerersten Informationen an. Und zwar hat Fortnite bzw. Epic Games heute in ihren In-Game-News etwas angekündigt. Und zwar erwartet uns schon demnächst laut Fortnite das neue Item und zwar Dynamit. Wir werden wahrscheinlich Dynamit bekommen und können halt damit dementsprechend Gebäude, Spieler oder sonst was in die Luft jagen. Das Dynamit klingt schon mal auf den ersten, ja, auf den ersten Blick und allgemein auf den ersten Hörer natürlich schon mega geil, denn Dynamit in Fortnite würde perfekt zusammenpassen, da oft gebaut wird und man könnte damit bestimmt viel Schaden anrichten. Auf jeden Fall wird es schon mal so sein, was ich euch sagen kann, Leute, dass dieses Item höchstwahrscheinlich reinkommen wird, aber dafür wird auch ein anderes Item verschwinden. Das heißt, ihr könnt wahrscheinlich davon ausgehen, dass wenn die Patchnotes veröffentlicht werden, dass schon irgendeine Waffe aus dem Spiel genommen wird. Doch was genau aus dem Spiel genommen wird oder wie genau das ablaufen wird, wissen wir leider noch nicht. Da wissen wir nicht, was Epic Games geplant hat, aber sobald wir nähere Informationen haben, werde ich dann natürlich, sobald das Update draußen ist, euch informieren in einem Patchnotes-Video. Was ich aber auch schon mal sagen kann, ist, Leute, dass dieses neue Item mega cool sein wird. Vor allem, es wird eine krasse Durchschlagskraft haben, meiner Meinung nach. Und ich denke mal, dass es stärker wird als die C4. Ich denke mal, Dynamit ist so gestalten, dass man das Ganze selber anzündet durch, ja, ich sag mal, durch ganz normales Feuerzeug. Denn es hat auch eine Zündschnur am Start. Und deswegen gehe ich nicht davon aus, dass das Ganze irgendwie, ja, durch Funksender oder sonst was aktiviert wird. Das ist einfach recht unlogisch für das, dass halt Dynamit reinkommt, was mega geil wäre, wenn man es halt selber anzündet, selber werfen muss und so weiter und so fort, denn das würde das Ganze viel cooler gestalten und da könnte man dann schon hingehen und könnte das ein bisschen, ich sag mal so, man könnte hingehen und es ein bisschen stärker machen, da es halt ein Item ist, was man selber anzünden und werfen muss. Das ist natürlich etwas, wo die Gegner natürlich sehr schnell wegrennen können oder allgemein dauert es vielleicht, bis das Ganze explodiert. Deswegen würde es mich freuen, wenn das Item mega stark wäre. Ich gehe auch sehr stark davon aus, dass es ein sehr gutes Item sein wird. Das heißt, es wird kein 0815 Item oder so. Es wird eines der geilsten Items, denke ich mal, was in Fortnite so je erschienen ist. Aber da müssen wir uns nochmal ein bisschen gedulden und warten am besten nochmal ab, bis das Update genau draußen ist. Das Update sollte normalerweise entweder am Dienstag oder am Mittwoch erscheinen. Ihr wisst, Leute, Fortnite bringt in letzter Zeit die Updates immer zwischen den zwei Tagen. Da das Ganze erst heute angekündigt worden ist, ist es eher unwahrscheinlich, dass es am Dienstag schon erscheint. Das heißt, dass am Dienstag höchstwahrscheinlich das Update kommt, ist sehr unwahrscheinlich. Ich persönlich gehe davon aus, dass es aller spätestens am Mittwoch da ist. Und wenn wir nur ein bisschen Glück haben, dann könnte das Update schon direkt morgen vor der Tür stehen. Und da werde ich euch natürlich auch in einem Patch-Notes-Video direkt informieren. Aber Leute, natürlich ist das nicht alles. Also da gibt es noch so einige Sachen, die mit dem nächsten Update safe noch ins Spiel kommen müssen. Also das ist müssen, Leute. Denn in den Ingame-Files gibt es beispielsweise passend zu dem Dynamit einen Spielmodus, der sich Wild West nennt. Wild West, Leute, ist der Wilde Westen und ihr wisst, denke ich mal, was für themenbasierte Sachen da sind. Ihr kennt ja, denke ich mal, hier auch die Wüste, da sind auch sehr viele themenbasierte Sachen. Beispielsweise gibt es ja auch da eine kaputte Brücke, da gibt es Kutschen und so weiter und so fort. Auf jeden Fall, Leute, soll halt dieser Spielmodus auch mit dem nächsten Update, wo das Dynamit reinkommt, ins Spiel kommen. Natürlich nicht direkt sofort, sondern einen Tag später, also allerspätestens
an einem Donnerstag. Ihr wisst ja, Limited Time Modes werden immer donnerstags oftmals aktualisiert oder halt direkt mit dem Update. Aber ich persönlich denke nicht, dass das Ganze direkt mit dem Update reinkommt, da ja noch die Essensschlacht da ist und das Ganze ist ja doch schon recht neu. Deswegen gehe ich davon aus, dass es auf jeden Fall ein bisschen dauern wird, bis das Ganze reinkommt, so ein, zwei Tage oder so. Dann können wir das Ganze aber schon erwarten. Das Ding ist auch natürlich, in diesem Spielmodus, Leute, soll es ein paar sehr neue Konfigurationen geben, sondern in diesem Spielmodus gibt es keine automatischen Waffen, das heißt so eine AR oder so eine MP, die gibt es dort nicht. Es wird hauptsächlich halt Sachen geben, wie so eine, ja, Einschusswaffe wird es geben, es wird den Revolver auf jeden Fall drin geben. Was es nicht geben wird, ist auf jeden Fall der Raketenwerfer, allgemein alles Explosive, außer Dynamit wird es in diesem Spielmodus nicht geben, es wird auch keine Fallen in diesem Spielmodus geben und so weiter und so fort. Dieser Spielmodus nennt sich Wild West und ich denke mal, dass es sehr wenige bzw. sehr begrenzte Waffen geben wird und deswegen wird es sehr oft Dynamit geben, das heißt, sie werden wahrscheinlich den Spielmodus so versuchen auszurichten, dass die Leute hingehen und einfach das Dynamit benutzen und damit halt ein bisschen Scheiße bauen oder dementsprechend Gegner versuchen zu eliminieren. Also es wird sowas sein, wo hauptsächlich nur Waffen drin sind, die halt irgendwas mit dem Westen zu tun haben oder allgemein so Pistole, denke ich mal, wird auch safe drin sein, Pumpguns werden safe drin sein. Und ja, da, also auf diesen Spielmodus freue ich mich persönlich übertriebens. Ist mal was komplett anderes. So einen Spielmodus hatten wir noch nie in Fortnite. Wir hatten halt nur sowas wie entweder nur Raketenwerfer, nur Sturmgewehre, nur Gold und so weiter und so fort. Und das ist halt jetzt mal was Neues, was komplett anderes, auf das ich mich schon super freue, Leute. Und natürlich müsst ihr auch bedenken, dass in diesem ganzen Spielmodus auch beispielsweise nur Slurp Juice gibt. Beispielsweise, wenn Supply Drops runterkommen, gibt es dort drin nur Slurp Juice. Das heißt, es gibt nur hauptsächlich Schildtränke. Und ihr müsst halt auch bedenken, Leute, dass das Ganze ein bisschen belastend ist. Das heißt, man muss da ein bisschen besser auf seine, auf sein Leben achten, allgemein, wie man das Ganze jetzt macht, wenn man jetzt weniger Leben hat, ob man sich jetzt normal hält. Ich denke mal, das wird auch dort nur Verbände geben. So Chuck-Chucks und so weiter wird es, denke ich, nicht geben. Und die großen Schildtränke sind von dort entfernt worden. Wie gesagt, entweder gibt es die Mini-Schildtränke hier am Start im Wild West-Modus oder es gibt die Schlürfsäfte und es gibt auf jeden Fall keine großen Schildtränke. So viel steht auf jeden Fall schon mal fest. Darauf könnt ihr euch einstellen und dieser Spielmodus gefällt mir schon mal sehr, denn man muss sehr krass auf sein Leben achten und wie ich bereits schon sagte, die Schlürfsäfte fallen nur aus Vorratslieferungen in diesem Spielmodus. Das heißt, es wird sehr schwer sein, Leben zu finden. Aber das sind nicht die einzigsten Informationen, Leute. Es gibt mehrere. Und zwar gibt es auch einen Spielmodus, der sich Hamburgers nennt. Hamburger-Spielmodus wird, denke ich, jetzt mal auch demnächst reinkommen. Ihr wisst es ja selber, Leute, es ist eine Essensschlacht da, also dieser neue Spielmodus Essensschlacht ist ja da. Und in diesem geht es ja dagegen halt, gegeneinander anzutreten. Und zwar Pizza bzw. Tomatenkopf gegen den Burger. Und das Ding ist jetzt, auf Twitter gab es auch eine Abstimmung seitens Fortnite und dort haben sie gefragt, Burger oder Pizza. Und es hat halt dementsprechend dann halt Burger gewonnen, deswegen wird ein Hamburger-Spielmodus erscheinen. Keine Ahnung, was wir dort auf jeden Fall machen werden oder was da auf uns zukommt, aber ich bin mega gespannt, das hört sich schon mal recht interessant an, ein Spielmodus, der sich Burger nennt. Hauptsächlich soll dort in diesem Spielmodus der Beef-Boss in den Eventfeld sein. Das heißt, es könnte sein, dass wenn wir diesen Spielmodus spielen, dass wir der Beef-Boss sind in diesem Spielmodus und wir müssen dann halt hingehen und müssen, denke ich, jetzt mal gegeneinander ankämpfen oder wir machen wieder etwas Cooles, zerstören vielleicht Tomato Town oder sonst was. Bin ich auf jeden Fall auch mega gespannt und dieser Spielmodus hört sich doch recht skurril an und natürlich auch interessant und bezüglich dieser Abstimmung, die halt dann auf Twitter stattgefunden hat, war es halt einfach so, dass das wirklich viral ging. Jeder hat abgestimmt, zu welchem Team er gehören möchte und Hamburger hat dann halt natürlich klar gewonnen mit, denke ich mal, 60% der Stimmen, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und natürlich müsst ihr auch wissen, Leute, dass wahrscheinlich etwas Krasses da ins Spiel kommen wird. Beispielsweise der Dörrburger hat ja auch geschlossen in Greasy Groove. Keine Ahnung, was da auf jeden Fall passiert ist. Ich hoffe, dass es auch mit dem nächsten Update direkt geklärt wird, so damit wir einfach nochmal ein bisschen was haben zum Nachdenken. Und allgemein gibt es ja auch derzeit ein bisschen so, sag ich mal, einen Wettbewerb. In-game hier befinden sich ja überall Essenswagen und was weiß ich, alles drum und dran. Die stehen immer nebeneinander. Das heißt, sie machen hier Konkurrenzkämpfe. Und was ihr auch nicht vergessen dürft, Leute, bald kommt ja auch der Küken-Skin theoretisch gesehen wieder in den
den Shop. Denn ihr wisst es selber, ich habe das Ganze ja bereits schon geleakt gehabt. Es ist ein Küken-Skin im Spiel, das halt auch demnächst reinkommen soll. Und wenn dieser Skin reinkommt, gibt es dann auch einen neuen Spielmodus und es wird auch einen neuen, ja, sage ich mal, ein neues Restaurant im Spiel geben, und zwar halt den Küken. Und das wird halt dann, denke ich mal, so ein Fake-KFC sein hier im Spiel. Bin ich auch mega gespannt und bin auch übertrieben hyped auf den Charakter, denn ihr wisst, Leute, Küken-Gang und alles ist von selbst geklärt, denke ich mal. Vor allem, Leute, der Gleiter von diesem Charakter ist ja mal übertrieben sick, das habe ich aber auch schon bereits in einem separaten Video gezeigt. Falls das euch interessiert, könnt ihr gerne mal in dem Video vorbeischauen. Das sollte wahrscheinlich irgendwo verlinkt sein, hier rechts oben. Und ja, Leute, so viel auf jeden Fall zu den Informationen und Neuigkeiten zum Update, was wahrscheinlich morgen oder am Mittwoch allerspätestens rauskommen sollte. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Ich versuche so viel wie möglich zu beantworten. Und das sollte es auf jeden Fall auch schon hier mit dem Video gewesen sein. Ich hoffe natürlich wie immer, dass euch das Video gefallen hat. Ihr könnt eure Meinung unten in die Kommentare reinschreiben. Ich verabschiede mich jetzt hier an der Stelle und wünsche euch allen einen angenehmen Tag. Leute, haut rein, geht mit.